Ja, Freunde, so sehen wir uns am Abend doch nochmal wieder. Dennis ist ein Transfergerücht aufgetaucht, hat mir soeben ein Abonnent geschickt. Und hier ist die große Frage, ist Werder sich mit Philipp Clement einig? Ich werde euch mal ein paar Eckdaten erstmal vorlesen, bevor wir überhaupt komplett über ihn reden. Philipp Clement ist ein Spieler beim VfB Stuttgart mit der Rücknummer 21, ist 29 Jahre alt geworden, 1,75 groß. Seine Positionen sind das zentrale Mittelfeld. Er hat einen Marktwert von 1 Million, ist vertraglich gebunden bis 2023 und hat schon einiges an Zweitliga-Erfahrung mit auf dem Tempo, denn er hat in der zweiten Liga 50 Spiele absolviert, 16 Tore dabei erzielt und 11 Vorlagen. Und in der Bundesliga hat er 26 Spiele gemacht, 2 Tore und 2 Vorlagen, ist bei Stuttgart so ein bisschen außen vor, ist 2019, 2020 von Paderborn aus nach Stuttgart gewechselt für 2,5 Millionen. Wie gesagt, sein Vertrag läuft nur bis 2023. Daher kann auch hier eine Leihe im Gespräch sein, vielleicht auch erstmal nur für die Rückrunde, denn in der aktuellen Saison hat er eben nur 21% Spielminuten gemacht, 17% Startelfquote von 18 möglichen Spielen, 6 Spiele gemacht, dabei ein Tor erzielt, das ist ein Stück zu wenig und so kann man ihn eben vielleicht für ein halbes Jahr oder eben auch eventuell mit einer Kaufoption längerfristig verleihen an Werder Bremen. Warum nicht? Denn Clement vor Wechsel ins Unterhaus, Hannover blitzt ab. Clement hat Hannover 96 abgesagt, da er offenbar keine Lust auf Abstiegskampf in der zweiten Liga hat, so wird zumindest von einigen Zeitschriften geschrieben. Er sieht sich da so ein Stück weit nach was Größerem, nach was Höherem und ein anderer Zweitliga-Club soll wohl Clement überzeugt haben mit eben gewissen Ambitionen auch Richtung Aufstieg. Diese Ambitionen haben ja aktuell eben nicht viele Clubs, plus dann müssen wir auch noch die Clubs aussortieren, die nach einem zentralen Mittelfeldspieler suchen oder gebrauchen können. Hierbei sind die aktuellen Top-Favoriten von einigen Usern und auch Leuten oder auch Leuten, die mir das gerade eben geschickt haben, sowohl der Hamburger SV als auch wir. Bei Hamburg liegt es so ein bisschen auch daran, dass bei Patrick Greil ja auch immer wieder ins Gespräch gekommen ist und man da dachte, könnte er vielleicht dann eben auch jetzt der Kandidat sein. Clement würde auch in dieses Profil passen. Bei uns würde er eben auch in dieses Profil passen, von dem, was sich viele Abonnenten, beziehungsweise viele Abonnenten, wunderbar, genau, alle sind Abonnenten, ja klar, viele Fans ja wünschen beim SV Werder Bremen einen neuen zentralen Mittelfeldspieler und da würde Clement sehr gut reinpassen. Was würdet ihr zu Clement sagen? Meint ihr, dass wir der andere Club sind, für den Clement sich entschieden hat? Also es ist nun mal faktisch so, dass er sich unter den Top-Clubs der zweiten Liga entschieden hat. Das heißt, wir gehören definitiv zu diesem Kreis dazu. Die Frage ist nur, sind wir der Club oder ist der Club jemand anders? Schreibt mal eure Meinung einfach rein. Ich bin mal sehr gespannt, was bei rumkommt. Und sorry für die Kulisse, wie gesagt, ich habe jetzt nicht mehr damit gerechnet, dass ich jetzt noch ein Video mache. So seht ihr einen Teil meiner Couch. Eine große Couch, geht hier so einmal rum. Wunderbar. Wünsche euch noch einen schönen Abend und weiterhin kommt gut durch die Woche. Morgen das allererste Mal wieder. Ausblick. Ciao, ciao.